Du dachtest, Korfu ist schön, du weißt gar nicht, wie schön Korfu ist. Moin Moin und willkommen auf unserem Kanal. Wir nehmen euch mit nach Korfu und schauen uns zusammen die Insel an. Wir erleben ein paar Abenteuer und gucken uns die Natur an, die Stadt und ja, was es sonst da noch zu entdecken gibt. Wir selbst waren noch nicht auf Korfu, also ist es für uns alle das erste Mal. Falls ihr da schon mal wart, dann schreibt doch gerne eure Lieblingsorte auf Korfu in die Kommentare. Da wir ein paar fahrfreie Tage gebraucht haben, haben wir uns auf einen wilden Stellplatz südlich der Grenze zu Albanien gestellt. Direkt am Meer mit einer mega Aussicht. Von den vielen wilden Hunden, die es in Griechenland gibt, haben wir schon gehört. Aber dass wir direkt am ersten Stellplatz so einen süßen Welpen finden, und wir ihn nicht mitnehmen können, hat uns fast das Herz gebrochen. Aber die Kleine ist in einem Rudel und nicht alleine, von daher gehen wir aus, dass sie gut aufgehoben ist. Von Igoumenitsa ging es ein paar Tage später mit der Fähre nach Korfu. Oh nein, es ist schon wieder passiert. Scheiße. Okay, mal gucken, ob wir uns selbst Starthilfe geben können. So, komm, bitte, bitte, bitte. Ja, Korfu, willkommen. Ja, wir sind jetzt auf Korfu angekommen. War eine ganz schön ruhige Fahrt, oder? Also ein bisschen länger wie eineinhalb Stunden. Also ich habe irgendwie unsere Fahrzeuglänge nicht richtig angegeben anscheinend. Oder habe mich da irgendwo verdrückt. Auf jeden Fall mussten wir anstatt 40 Euro 70 Euro bezahlen. Und jetzt suchen wir uns einen neuen Stellplatz hier in Korfu. Und wir nutzen immer Park for Night. Keine Dienstleistung an, nachts ist verboten. Platz am Strand, 10 Meter vom Meer entfernt, kein Service, geeignet für den Van, eine kleine steinige Straße. Und die letzten Kommentare sind alle mit 5 Sternen. Es ist immer wunderbar hier zu sein. Ja, fahren wir doch mal hin. Ne? Klar, let's go. Korfu, Roadtrip, wir fangen an. Wir sind angekommen im Nordosten der Insel. Hier gibt es ganz viele kleine Buchten und ja, jetzt haben wir eine Flasche Wein eingepackt und werden die kleinen Buchten mal erkunden. Da hinter mir im Wald, da geht's rein. Hinten, das da ist schon Albanien. Korfu und Albanien haben an ihrer schmalsten Stelle gerade mal 2 Kilometer, wo das Meer quasi die 2 Länder voneinander trennt. Und ja, die Wanderung hier war, wie würdest du sagen, war schon ein bisschen abenteuerlich, ne? Ja, schon sehr enge Wege, alles sehr verwuchert und aber richtig schön trotzdem, so sehr mystisch, nennt man das. Ne? Ja, so mystisch. Ja, finde ich auch. Und wir haben jetzt hinter uns noch ein paar Buchten. Aber wir haben auch da vorne diese eine große Bucht. Wollen wir mal versuchen, da hinzukommen? Mhm. Ich glaube, da ist richtig schön. I broke the bridges over your river. Nobody would cross them anymore. I jump right into your water.
Und wie war's? Ja, aufregend. Schon steil, ne? Ja. Das sieht man gar nicht, wie steil nee. Das ist. Ja, das kam von ganz da oben. Ja, doch, man sieht schon, wie steil das ist. Ich glaube, auf dem Video rüber. Wow, da sind wir runter. Aber gut, dass dieses Seil da ist, ey. Ja, ist richtig gut. Boah, was ist das denn für eine geile Bucht, ja? Man hat hier richtig so das Gefühl, man wäre hier ganz allein auf der Insel irgendwie. Ja. So ein. Lost in Paradise. Ja, auf jeden Fall lost. Fehlt nur noch Wilson, der Ball. Die Stadt da hinten ist echt riesig, aber dann. Ja, da hinten, ne? Das ist die Stadt in Albanien, aber ansonsten ist ja niemand. I go all the way from the house with the garden back to where we used to stay. If only you let me. Jetzt freue ich mich echt auf was zu essen. Gut, dass schon alles gekocht ist. Ja, gut, dass du schon vorgekocht hast, mein Schatz. So, bei uns gibt es heute eine Gemüse-Cremesuppe mit selbstgemachten Croutons. Da habe ich richtig Bock drauf. Und ja, dabei gucken wir schön aufs Meer. Und morgen haben wir uns gerade überlegt, fahren wir mal kurz in die eine Stadt. Die heißt, glaube ich, Cassiopi. Und da holen wir uns eine Taucherbrille, weil ich will morgen unbedingt hier mal tauchen gehen. Ich glaube, die Unterwasserwelt ist hier richtig schön. So, und jetzt gibt es Abendessen mit dieser Aussicht. From the house with the garden back to where we used to stay. Ja, gute Nacht. Die brauche ich ja jetzt wohl nicht mehr. Gerade eben waren wir da unten in der Bucht noch schwimmen und plötzlich sind wir hier auf fast 1000 Meter und besteigen den höchsten Berg Korfus. Zugegeben, wir sind ja ein gutes Stück mit dem Auto hochgekommen, aber das lassen wir jetzt hier stehen, laufen da einmal hoch und dann gibt es hier außenrum einen riesengroßen Wanderweg, den wir jetzt mal laufen werden. Also erstmal da hoch. Eine richtig krasse Aussicht auf Korfu, auf Griechenland, auf das albanische Festland. Und man könnte hier eigentlich Stunden verbringen. Es gibt ja auch was zu essen, was zu trinken und ein richtig schönes kleines Kloster, was richtig alt ist. Aber wir haben ja eine Wanderung vor uns und da machen wir uns auch auf den Weg jetzt. Ja, wir haben jetzt hier einen Wanderweg gefunden.
4,8 Kilometer in 2 Stunden über Stock und Stein. Wir haben hier so Markierungen, den folgen wir jetzt mal und ja, hoffentlich verlaufen wir uns nicht. Take a ride with me. I'm coming up, don't hold me back. Take a ride with me. No more double check. So, wir haben es gleich geschafft. Ich kann da hinten schon Ting Tong sehen. Und jetzt müssen wir uns hier noch durch diese Steine kraxeln. Und dann sind wir da. Dann hat es mir aber auch gereicht. Meine Füße tun nämlich weh. Ja, hier in ADAC rufen wär scheiße. Wir sind angekommen an einem der wahrscheinlich schönsten Stellplätze, die wir je hatten, und trotzdem würde ich hier kein zweites Mal mehr herfahren, weil die Anfahrt war richtig krass. Aber jetzt sind wir da. Ja, Melli ist auch fix und fertig. Jetzt geht's gleich Pizza. Fisch! Du kleiner Fisch, du! Ist natürlich jetzt ein bisschen unangenehm, ne? Du hättest ganz gerne nach Fisch gerochen. Das stinkt immer noch ein bisschen, ne? Weil sie nass ist. Ja. Wenn sie nass ist, dann. And the stains on my shirt remind me I'm just of the earth and of the leaves. I'm just dead. That's just perfect. Und jetzt haben wir uns getroffen hier mit, wer erkennt die? Jana. Und da hinten im Auto ist der Flo. Genau, mit beiden haben wir uns ja fast genau vor einem Jahr getroffen. Und die zwei hatten damals Nusa gefunden, konnten sie aber nicht behalten und haben sie dann uns übergeben sozusagen. Also, falls ihr wissen wollt, wie Nusa zu uns gekommen ist, könnt ihr euch gerne das Video anschauen aus Sardinien. Ich verlinke euch das mal oben. Und was machen wir jetzt eigentlich? Gehen wir jetzt schön was essen? Ja, wir gehen jetzt was essen. Gehen wir was essen? Gehen wir zur Feier des Tages schön was fudern. Genau, Nusa kriegt einen Kauknochen. Und wir müssen jetzt mal die Betten beziehen, ne? Ja, das machen wir auch vielleicht nochmal ganz schnell. Dann können wir nachher voll gefuttert ins Bett fallen. Nothing matters to me. I'm just dead. That's just so, dann sag ich mal. Guten Hunger. Also. Ah, ja. Hopsa. Gute. Das sieht aber gut aus. Also, es ist eine gute Idee, in Corfu erstmal anzukommen und sich einen guten Kaffee zu holen. Hier gibt es eine Reihe von guten Spezialitäten-Cafés. Ihr könnt die App dafür benutzen, um welche zu finden. Und zwar heißt die European Coffee Trip. Und wir lassen uns den Kaffee und diesen Fatsch hier jetzt mal schmecken. Und dann erkunden wir Corfu. Und ihr könnt ja in der Zwischenzeit ein bisschen was über die bewegende Geschichte von Corfu lesen. Auf Wikipedia oder wo auch immer ihr euch informieren wollt. Macht das mal. Es ist richtig spannend, was hier alles schon abgegangen ist. Wenn man schon mal in Corfu ist, beziehungsweise in Griechenland, dann ja, wollen wir natürlich auch was Typisches essen.
Und jetzt gebe ich euch mal den ultimativen Tipp. Ich weiß nicht, ob ihr das auch schon wusstet, aber es heißt auf Griechisch nicht Gyros, sondern Gyros. Wisst ihr schon, was es gibt für euch? Nee, ich will das mal. Mal schauen. Ja, vielleicht könnt ihr mir in der Zeit bis dahin überlegen, eure Lieblingsgerichte auf Griechisch in die Kommentare schreiben. Ich finde Korfu hat alles, was eine Stadt haben sollte. Schöne Gebäude, das Meer, gute Cafés, eine Burg, ja. Bisschen History. Das ist richtig schön hier, ne? Ja, finde ich mega. Ja, einfach richtig schöner Flair. Nicht zu groß. Ja, mir gefällt es ja auch richtig gut. Berge, nicht zu vergessen. Berge hat es auch noch, das Meer, es hat einfach alles. Das hat echt alles hier. Also echt eine richtig schöne Insel. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar die schönste Insel ist, auf der wir bis jetzt waren. Wir haben noch nicht so viel gesehen, wir gucken uns auch noch mehr an. Wasserfälle hat es jetzt aber leider nicht, weil es hat jetzt nicht so viel geregnet. Die gibt es wahrscheinlich eher im Frühjahr. Aber ich muss ehrlich sagen, mir gefällt es ja auch richtig, richtig gut. Also ich bin echt happy, hier zu sein. Ist richtig geil. Also diese Aussicht hier, das ist so krass. Also mit den Bergen im Hintergrund, es ist einfach richtig, richtig schön. Also ich hoffe, es kommt halt auf Video halt auch so schön rüber. No, there is not a tourist shops here. Ja, you can feel it. There is not made, it's authentic. Yeah. Diesen Laden können wir euch auf jeden Fall auch empfehlen, wenn ihr auf der Suche nach lokalen Produkten seid. Messy Mary's. So, Korfu Stadt haben wir jetzt verlassen und jetzt sind wir schon wieder, ja, jetzt sind wir im Nordwesten der Insel und morgen haben wir noch was richtig Tolles vor und jetzt gucken wir uns aber erstmal den Sonnenuntergang an. Du dachtest, Korfu ist schön, du weißt gar nicht, wie schön Korfu ist. Jetzt gucken Korfu in Bunt und Farbe. Boah. Entschuldigung.